Ein Bauer erzählt uns, dass sein Vieh nach und nach verschwindet. Er glaubt, es stecken Räuber dahinter. Hat er jetzt nicht so gesagt. Er hat gesagt, irgendwas hat sich in seinem Haus hinter der Erde rumgetrieben. Das könnten Ankeks gewesen sein. Wir haben ja immerhin einen Ankek-Panzer gefunden. Oh, wer bist du? Was willst du? Lester, sicher, sie haben einen schönen Karneval auf die Beine gestellt. Wenn nur mehr Leute hier wären, um es zu genießen. Wo sind die denn alle? Unten in den Minen oder Toast? Meistens eine Kombination aus beidem. Das ist sehr toll. In den Minen haben wir ja aufgeräumt. Entschuldigt, ihr seid hier, um den Karneval zu genießen. Lasst mich nicht dauernd meine traurigen Geschichten erzählen. Ehrlich gesagt interessieren die Bienen uns mehr als der Karneval. Eigentlich jetzt nicht mehr. Wir werden gerne herausfinden, was da nicht stimmt, wenn wir können. Was ist richtig? Dort sind Leute reihenweise gestorben. Aber wo können wir sonst Arbeit finden? Wir haben die Wahl. Tod durch Dämonen oder Tod am Esstisch. Hier, Naschke, ist es nicht unsere Art, unsere Familien verhungern zu lassen. Ich würde in die Garnison gehen, aber mit meinem kaputten Bein bin ich als Kämpfer nicht zu gebrauchen. Ich schiebe ihm den Erzkarten, das ist alles. Also ja, selbst jetzt, wo die Kobolde weg sind, ist der Zustand in Naschke noch nicht so besonders toll. Kameradschaft, Abenteuer und das Klären von Schwertern. Der Stoff aus dem Legenden sind nicht wahr, Bo. Noch ein Zelt. Gucken wir mal hier rein. Ich habe schon einige Wunder gesehen, doch das Beste hebe ich für euch auf. Okay, ein Kaufmann. Ich erkenne einen anspruchsvollen Kunden sofort. Ein Entdeckungsreicher auf der Suche nach Wundern und Wunderlichkeiten. Nun, auf das eine wie das andere bin ich gestoßen. Unglücklicherweise habe ich den dreifachen Preis für meine Eisenwaren bezahlt und nichts davon ist verkäuflich. Vielleicht zeigt ja die Garde mehr Interesse, wenn die alten Schwerter abgenutzt sind und die neuen, wie die Zweigler im Herbst, entzweibrechen. Wie dem auch sei, ihr seid hergekommen, um zu kaufen, und ich habe etwas ganz Besonderes für euch. Dieser Trank hier aus fernen Ländern wohnt Zauberkräfte inne. Ein Schluck vom violetten Elixier und ihr könnt es an Stärke selbst mit Titanen aufnehmen. Trinkt von der roten Mixtur und eure Gedanken werden von unendlicher Klarheit sein. Eure Weisheit der des Elminster gleich. Als Entscheidung dafür, dass ihr hier nicht das erwartete reichhaltige Angebot vorfindet, solltet ihr besonders günstig zum Preis von 50 Goldmünzen das Stück erhalten. Kostet nur sogleich davon, wenn die versprochene Wirkung ausbleibt, bekommt ihr euer Geld auf der Stelle wieder. Wollt ihr euch des violetten Trankes annehmen? Wenn es wirklich die Wirkung hat, die ihr beschreibt, will ich es haben. Ich nehme an, dass ihr euch bereits um vieles stärker fühlt. Ja, ihr spürt kaum mehr eine Last auf euren Schultern. Wollt ihr mir zu Zeichen eurer Zufriedenheit auch den roten Trank abnehmen? Also den haben wir. Euer erster Zaubertrank scheint zu funktionieren. Bitte gebt mir auch den zweiten. Eure Augen weiten sich, sie erstrahlen vom Lichte der Weisheit. Geht nun eures Weges, ich will mich der Gewissheit erfreuen, euch bei euren zukünftigen großen Taten behilflich gewesen zu sein. Diese Genugtuung wird mir über das erlittene Verlustgeschäft hinweghelfen. Hinaus jetzt, ihr alle. Ihr habt mich um den letzten Hiller gebracht. Ich kann heute keine guten Taten mehr leisten. Ja, der hat uns zwei Tränke verkauft. Die Dünner hier sogar gleich identifizieren kann. Einer der seltsamsten Tränke, die je in den Bereichen gebaut wurde. Sobald der Trank die Kehle benetzt, schwellen die Muskeln des Trinkenden zu unmenschlichen Proportionen an. Wir haben fast titanhaft. Gleichzeitig werden die Geschwindigkeit und die Konstitution auf das Niveau einer Nacktschnecke oder gar noch tiefer hinabgesetzt. Die Wirkung hält ganze 24 Stunden lang. Überlegt euch also gut, ob ihr dieses Gebräu wirklich trinken wollt. Stärke 25, dafür Geschick 3, Konstitution 3. Dieser Trank ist also nicht so toll. Denn der setzt gerade die Geschicklichkeit so weit runter. Den können wir höchstens als Packeseltrank verwenden, aber Talisa und Minz können genug mit sich rumschleppen. So. Der rote Trank hingegen
Der rote Trank ist einer der seltsamsten Tränke überhaupt. Er ist der Traum eines jeden Hexenmeisters oder sein Albtraum, je nachdem, wen ihr fragt. Wer ihn trinkt, wird ihm nur zur schwächsten und unbedachtesten, zugleich aber auch intelligentesten Person mit einer natürlichen 50%igen Widerstandskraft gegen Magie weit und breit. Die Wirkung hält ganze 24 Stunden an. Weisheit auf 3, Stärke auf 3. Intelligenz aber 25. Den Trank benutzt Düna hier, wenn sie Zauber lernen will. Kann ich euch? Ich tu mal, wenn niemand besser geeignet ist. Das ist nämlich sehr praktisch. Du solltest auch aus dem Zelt rauskommen. Da gibt es nichts mehr Interessantes zu sehen. Ja? So, gucken wir weiter. Du willst brennende Messer. Kommt und seht, wie ich vor euren Augen verschwinde. Euresgleichen sprechen. Oh, was kommt da ein Dichter? Und da lag sie, bleich und blutleer neben mir. Wehe den Elfen, sagte ich. Wehe all denen, die auf diese Lichtung traten. Der Nosferatus Liebste, die einst wunderschön war, ist gestorben. Oh, sie ist gestorben. Da geht's um Nosferatu. Den Vampir. Zwischen vollen Schatztruhen und leeren Särgen. Da kam die furchterregende Teufelsfledermaus. Rotes Blut, rote Augen und rotes Haar. Aber nichts röter als zwei scharfe Zähne, die dort glänzten. Damit endet Gelines letztes und beliebtestes Werk Nosferatu. Genießt den Rest des Karnevals, ihr Damen und Herren. Ihr habt seit Jahren keinen schöneren erlebt. Kommt und seht, wie ich brennende Messerstücke. Ja, und er wiederholt das Ganze nochmal. Kommt und seht, wie ich brennende Messer schlucke. Prism lässt sich normalerweise nie ein Fest hingehen, auch wenn er schon immer ein ziemliches Arbeitstier war. Ja, was über Prism. Ja, stimmt, genau. Da haben wir noch ein paar Texte. Auf dem Jahrmarkt von Laschke hat mir ein Händler für nur 50 Goldmünzen einen Trank der Stärke verkauft. Das war ein gutes Geschäft. Auf dem Jahrmarkt von Laschke hat mir ein Händler für nur 50 Goldmünzen einen Trank der Intelligenz verkauft. Der wäre auch für das Doppelte noch billig gewesen. Heute traf ich einen seltsamen und großzügigen Händler. Er war sehr bedacht darauf, mir zu helfen. Außerdem erwähnte er ein Problem mit seinen Eisenwaren. Dass er ein Problem mit seinen Eisenwaren habe, die ziemlich spröde seien. Ein Bildhauer von Naschkel namens Prism ist in aller Munde. Man sagt, er sei hochgradig verrückt. Er wurde seit fast einem Monat nicht mehr gesehen. Prism ist leider tot. Und hier haben wir... Eure Freunde genau aus. Nicht alle sind so vertrauenswürdig wie Minsk und Bu. Vielen Dank. Ja, manchmal sprechen auch die Kumpelmitglieder untereinander, auch wenn nicht viel. So, hast du was zu sagen, Magier? Stets bereit, andere zu unterhalten. Hallo, kommt her und willkommen. Ihr seid in der großen Gazip-Show gelandet. Mit eurem einzig wahren großen Gazip. Lasst mich euch den erstaunlichen Opa vorstellen. Den einzigen explodierenden Oger der Welt. Ein Oger? Wurm. Ja. Das war übrigens der Grund wahrscheinlich, warum ich bei meinem Baldur's Gate den Gewaltgrad wieder eingeschalten habe. Der ist ja in der deutschen Version von Natur aus deaktiviert. Aber dadurch, dass der deaktiviert ist, wäre der Oger aufgetaucht und einfach wieder verschwunden. Das hätte keinen Sinn ergeben. Deswegen habe ich einzig und allein wegen diesem Oger den Gewaltgrad wieder eingestellt. Ja, ich bin komisch. Bin stets bereit, andere zu unterhalten. Spaß für die ganze Familie. Probieren wir diese beliebte Nummer nochmal. Er ruft wieder den Oger. Kommt und seht, wie und er explodiert wieder. Ich bin stets bereit, andere zu unterhalten. Ihr seid entweder ein treuer Anhänger oder ein Sadist, lieber Freund. Nein, Opa, nur noch einmal, ein letztes Mal, da könnt ihr wieder ins Zelt. Opa legt die Waffe weg. Opa, ah. Ja. Und illegal, aus dir mache ich Prahl.
greif den Ogre an. Der ist jetzt aggressiv. So, der Magier ist wie ein Hütchen weggelaufen, weil sein Ogre durchgedreht ist. So, Minsk, eine Stufe höher. Großes Schwert können wir ihm nicht geben. Deswegen kriegt Minsk mal einen Bögen. Oh, und Minsk hat wieder mal ein zerbrochenes Schwert. Was wollt ihr gut? Kommt und seht, wie ich vor euren Augen verschwinde. Ja, seit der Bildhauer in Evereska war, hat er sich verändert. Dort hat er ja die Liebe seines Lebens kennengelernt. Die hat er den Stein gemeißelt hat in der Nähe der Minen. Der arme Kerl. So, hier ist nur der Ausgang. Dann gehen wir mal hier im Norden weiter. So, wir haben jetzt einmal den Rundgang gemacht. Dann können wir uns ja hier noch umgucken unter den Rest des Jahrmarkts. Dort gibt es garantiert noch Zelte. Aber erstmal müssen wir um den Wald herum. Ja, der Jahrmarkt ist groß und interessant. Da brauchen wir ein bisschen Zeit. Aber es lohnt sich wahrscheinlich auch. Übrigens, Stein zu Fleisch kannst du mal ins Inventar nehmen. Dann kriegst du den Blitzschutztrank. Sagen, wenn ich gegen heftige Magier kämpfen, brauchen wir den eigentlich nicht. Gruppenschutz vor Blitzen wäre auch nicht schlecht. Gerade für den Kampf gegen Magier. Auf engen Räumen, die mit Blitzen schleudern. Weil wenn der Blitz zwei, dreimal gegen uns durch uns durchgeht, sind wir am Arsch. Deswegen sollte auch gerade Dünner hier eine Robe haben, die sie vor Elektrizität schützt. So. Also wie es aussieht, sind schon mal keine Kobolde mehr hier in der Gegend. Hier ist wahrscheinlich das Lager der Schausteller. Also die Zelte gehören den Schaustellern. Und ich höre ständig eine Trompete. Ich hab genug davon. Immerhin kann sich es nicht verkneifen, das hier zu knacken. Und den Schaustellern 26 Goldmützen abzuluxen. Da ist eine versteinerte. Da ist eine Statue jedenfalls. Und der spricht Englisch. Was hast du uns denn zu sagen? Kommt her, eilt alle herbei. Seht euch die kriegerische Frau aus Stein an. Niemand weiß, wie lange sie schon in diesem Stein gefangen ist. Für nur 500 Goldmünzen könnt ihr es als Erste herausfinden. Für diese geringe Summe gebe ich euch eine magische Schriftrolle und damit könnt ihr die Jungfrau aus ihrem steinernen Verlies befreien. Denkt nur an die Dankbarkeit, die sie ihren Erretteten entgegenbringen wird. Vielleicht ist sie eine Prinzessin aus einem fernen Land oder vielleicht auch eine mächtige Zauberin auf der Suche nach einer Konkubine. Ihr könnt euch eure Unwissenheit leisten. Kauft die Schriftrolle. Gebt uns die Schriftrolle. Das werdet ihr nicht bereuen. Hier ist die Schriftrolle und ich wünsche euch alles Gute. Auf Wiedersehen. Ja? Ja, er hat uns eine Schriftrolle gegen Versteinerung verkauft. Beinahe unter meiner Würde. Für den fast den dreifachen Preis. Aber wir können sie jetzt benutzen, um Branwen zu entsteigern. Hallo. Im eisigen Atem Aurils. Schön, neue Gesichter zu sehen und in Freiheit zu sein. Ich bin Branwen, Kriegerin und Priesterin von den Nordheim-Inseln. Ich bin schon seit Ewigkeiten hier im Felsen gefangen. Ihr habt mich gerettet und mein Leben steht in eurer Schuld. Bei Tempus, ich habe noch nie eine Schuld unbezahlt gelassen.
Lasst mich euch in eurem Kampf unterstützen, denn ich werde eine wertvolle Verbündete sein und die Gunst des Herrn der Schlachten für unsere Sache gewinnen. Oh, sie ist eine Tempus-Priesterin. Tempus ist der Gott der Barbaren eigentlich.